Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, zu einem neuen LPT sogar, zu Echo! Echo! Mit dem guten Blob! Guck mal, der steht Echo. Da! Echo! 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 Hallo! Du hast eine Glatze und ein rosa T-Shirt und ein pink. Das ist mein Rucksack! Du hast einen pinken Rucksack. Einen pinken Rucksack? Ja, den habe ich gefunden. Bei diesem Känguru da. Ist das ein Känguru? Dein Fuß, das sieht ungesund aus. Adventure Map! Hey, hat geklappt. Habe ich nicht geschafft. Ja, wir spielen Echo. Adventure Map! Das hält mich schon lange vor. Ich hab failed. Ich kann das nicht. Hier! Bin so dumm. Ich gehe. Oh, das Känguru wurde zu einem Reh. Ich würde kommen. Ja. Flupp, der Tier-Ex ist mal wieder am Start. So, Kann mich nicht mehr bewegen. Ja, du. Ja, jetzt. Uah. Da hinten liegt auch ein großer, schöner Hirsch. Es ist so schön, ey. Es sieht halt so schön aus, ne? Ja, bei mir sieht es richtig hässlich aus, weil ich alles runtergedreht habe, damit es flüssig läuft. Die Map ist random generiert, also es ist nicht diese Standard-Map. Es sieht eigentlich sehr, sehr schön aus. Es gibt sogar eine große Insel, wo gar keine Wälder drauf sind, keine Bäume, nur eine große Wiese. Und hinter dem Wald hier, oben, wenn wir jetzt hier nach oben gehen, müsste auch eine Wiese sein. Oha. Oberhalb ist Savanne, unterhalb haben wir eine Bergregion. Oh, das ist so schön. Ja, wir kennen Echo soweit beide nicht, wir haben es noch nicht gespielt. Wir haben bloß mal gestern wieder getestet und so halt, dass die Aufnahme funktioniert dann im Endeffekt. Ja, wie bist du? Es ist auch mehr so eine spontane Idee, also... Essen! Okay. Ey! Mein Essen! Ja, okay, hier. Da. Ja, wir haben jetzt auch Quests. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Quests, oder? Als erstes, der Meteor. Das ist ja die Besonderheit bei Echo, für die Echo nicht kennen. Es ist im Grundprinzip wie Minecraft, aber noch viel detaillierter. Es gibt ein Ökosystem, wir müssen also auf die Natur achten. Da ist ein Otter! Da ist ein Otter hinter dir! Entschuldigung. Es ist sehr detailliert, hier gibt es ein Meteor. Da ist ein Otter! Otter! Da ist ein Otter! Okay, also es gibt ein Ökosystem, das heißt, wir werden sozusagen auch ein bisschen durch Epochen, kann man sagen, gehen. Im Endeffekt sind wir in Industrie mit Maschinen und allem drum und dran, können also auch die Umwelt verschmutzen, die Luft verpesten, wie im realen Leben. Das wird lustig. Aber wir werden natürlich versuchen, da ein bisschen das Mittelstück zu finden zwischen Industrie und, was ist das? Aufnehmen? Nee, kann ich nicht. Ja, also wir müssen halt auf die Ökologie achten. Wir müssen uns gesund ernähren im Endeffekt mit verschiedenen Dingen. Also wir können jetzt nicht nur einseitig ernähren wie Minecraft oder so, nur Fleisch futtern oder so, das geht nicht. Es wird sehr lustig. Und was hier auch besonders ist, wenn wir zum Beispiel Erde wegschaufeln, dann haben wir das nicht im Inventar mit 64 Stücke Erde, sondern wir müssen die Erde irgendwo hin tun. Wir haben Erde. Das ist wie in der... Das ist ein Wolf! Oh, Alter! Entschuldigung! Also Erde. Wolf ist abgehauen. Das Spiel mag mich nicht. Ich deinstalliere es wieder. Ja, ich halte die Klappe. Willkommen zu Echo Alone. So, ich sehe Tomaten. Wollen wir uns denn niederlassen? Also, ich weiß noch nicht. Ich sehe hier Tomaten. Warte mal, die ernte ich mal. Hallo, Tomaten. Was kann man denn Tomaten? Ja. Ich nehme mal die Tomaten mit. Die kann man vielleicht anbauen. Mal gucken. Ich habe gesehen, auf der Map hierhin gibt es eine schöne Wiese. Ich häng fest. Hier mitnehmen. Hier gibt's eine schöne Wiese. Oh, Haufen Bisons. Bisons. Und Elche und... Oh Gott. Ja, also die erste Quest... Du hast Tomaten übersehen. Oh. Gönn dir. Ja, es ist im Endeffekt so. Wir haben natürlich links erstmal die Tutorial-Quest. Du sollst erstmal den Asteroiden finden. Oh, hier ist... Ich habe diesen Quest komischerweise gar nicht. Auch schon letztes ganz Mal. Ganz links oben nicht? Hast du den nicht? Oh, hier ist ein Kürbis. Ach, da habe ich wahrscheinlich schon... Warte mal, habe ich was anderes angeklickt? Komm mal kurz her, hier ist ein Kürbis. Ach, hier! Finde den Meteor am Himmel. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Hast du schon wieder was übersehen? Rüben. Nee, die kann man nicht ernten. Also ich konnte sie nicht ernten. Hallo, Reh. Habe ich. Jetzt sind sie aber kaputt. Hast du wieder kaputt gemacht, schön. Hier ist ein Kürbis. Ja, das sind Rüben. Ich will es dir nur anpflanzen. Willst du einen Kürbis haben? Nimm dir einen Kürbis mit. Nimm mir den Kürbis mit. So, wie ging das Inventar? I. Nein. Hey, wie ging das Inventar? B. Wir haben auch so ein Stadtzelt und alles. Kein Asteroiden. Ja, gibt's ja nicht. Tan den Asteroiden vergessen. Ja, sie haben vergessen, den Asteroiden einzuprogrammieren. Oh, da ist er. Wo? Wow! Alter!
Da kommt ein Intro. Dieser Meteor kreist um den Planeten und wird in 30 Tagen einschlagen. Okay. Zusammen mit deinen Mitbürgern musst du die Zivilisation auf ein technisches Niveau bringen, die den Meteor aufhalten kann. Das ist unser Ziel. Da alle deine Ressourcen aus der Umwelt stammen, könnte es sehr gut passieren, dass du den Planeten zerstörst, bevor der Meteor überhaupt einschlägt. Quatsch. Um diese zwei Gefahren zu bewältigen, musst du mit deinen Mitbürgern zusammenarbeiten, um eine blühende Wirtschaft aufzubauen, die von einer gut geführten Regierung geregelt wird. Also, Eco ist, hat wirkliche Regierungssysteme drin, hat Geldsysteme drin. Also es ist schon gedacht, ja, dass du wirklich mit vielen Leuten auf dem Server zusammenspielst quasi. Das ist ziemlich cool. Du wählst Ämter und bestimmst für Gesetze, um deine Wirtschaft wachsen zu lassen und das Ökosystem zu schützen. Du wirst in der Technologie voranschreiten und massiv Macht über die Umwelt erlangen. Später können wir dann irgendwelche moderne Maschinen kontrollieren und alles drum und dran. Das wird nicht gut, Ann. Nee. Letztendlich wird dein Erfolg von intelligenter Zusammenarbeit und Regierungsführung mit deinen Mitbürgern abhängen. Wir spielen natürlich erstmal nur zu zweit, also das würde nicht so groß sein wahrscheinlich. Zeit, um loszulegen. Lasst uns dieses Eiland unterjochen. Ach, da ist er doch. Oder oben ist er ja. Da ist er, der Asteroid. Er wird in 29 Tagen, das ist auch Echtzeit. Also wir werden im Endeffekt 29 Tage theoretisch im Game sein müssen, damit der einschlägt. Wir spielen jetzt seit 4 Minuten circa. Ja, das kommt hin. Sind sogar mehr. Das macht keinen Sinn. Egal. Das sind fast 15. Was ist das für Cheetah-Asteroid? Hashtag Cheetah-Asteroid. Was, 15? Ja, er ist doch quasi schon seit knapp 15 Minuten am Baum. Ach stimmt, Leute, ich bin doof. Jetzt 14. Ja gut, wie hat er das gemacht? Wo wollen wir bauen? Guck mal auf die Map. Ja, als nächstes haben wir ein Tutorial, dass wir unser Zelt, wir haben quasi ein Stadtzelt mit Stadtzeugs. Wo wollen wir uns niederlassen? Ich würde ja gerne mal hier nach Süden gehen. Süden? Süden. Wir werden gerade, da wo die ganzen Bäume sind, an einem Fluss oder so vielleicht. Wieso werden wir keine Bäume mehr angezeigt auf der Karte? Kann ich hier irgendwas einstellen? Ja. Du bist halt so heiß, da brennen alle Bäume ab auf der Map. Wow. Okay, ich gehe in die Richtung. Ich hänge irgendwo fest im Leben. Ich nehme einen Kürbis mit. Ich hänge irgendwo fest. Ey, die Kürbisse. Hier, Kürbis, komm hier. Ich nehme ein paar Rüben. Wir werden diese Welt unterjochen. Ich bin noch nicht reif genug zum Ernten. Ich wollte nicht stören, tut mir leid. Ich habe das nicht gesehen. Ich gehe woanders hin. Die hocken alle hintereinander. Ja, genau. Geh du da lang. Wie gut. So. Ich habe schon sogar was zu essen ausgerüstet. Also wir werden gleich die Tutorial jetzt anfangen. Ich möchte gerne nur einen Platz haben, wo wir... Endlich! Was? Was? Es geht schon los. Ich gehe Richtung Mine. Ich höre übrigens gar keine Musik. Hast du Musik? Also ich höre Wassergeplätscher. Ja, das höre ich auch, aber Musik höre ich nicht. Ich glaube, gerade bis... Hirsch. Ah, Hirsch. Könnte sein, dass bei mir alles so ein bisschen leise ist. Ich werde da noch so ein bisschen rumprobieren. Ja, ich glaube, ich werde... Oh, hier, ein Fluss. Wollen wir ein Fisch. Am Fluss vielleicht machen. Ich meine, Städte gründet man ja immer am Fluss. Hier ist eine schöne Wiese. Der echt so meine Wiese. Die ist jetzt nicht mehr deine. Wölfchen. Ich finde das krass, wenn man durchs hohe Gras geht, wird man voll langsam. Ja. Auch wenn das hohe Gras bei mir echt schäbig aussieht. Fun Fact, da drüben ist Dschungel. Ne? Ist das Dschungel da drüben? Wo läufst du denn hin, ey? Guck mal, ist das Dschungel? Hast du denn schon mal auf die Map geguckt? Hast du schon mal die Map gezeigt? Ja. Cool. Ich sehe einen Wolf auf der anderen Seite. Bist du denn? Ich sehe dich gar nicht mehr. Oh lol, was passiert hier gerade? Charakter steigt eine Stufe auf. Level 3. Cool. Ich bin Level 3. Hi. Ich habe nichts getan, aber ich bin Level 3. Da drüben ist essbares Zeug. Wo denn? Was man pflücken kann. Da auf der anderen Seite, beim Wolf. Dann können wir da mal hingucken. Hier sind Bison und Wölfe und Rehe. Ich sehe Essen auf vier Beinen. Ani. Da schwimmt ein Fisch am Fluss, Wasserfall hoch. Uah. Wo bist du?
versuche gerade rüber zu schwimmen. Oh Gott. Nicht ertrinken, nicht ertrinken, nicht ertrinken. Wie kann ich aufsteigen, hä? What the fuck? Leertaste, Leertaste. Bin drüben. Oh, Alter, war das. Alter, Loco Mio. Ich dachte, du bist ein Stein. Entschuldigung. Was? Da ist ein Stein vor mir, habe ich gedacht. Das war kein... Oh, Füchse. Und Hase. Das war kein Stein, das war ein Bison. Hallo, Fuchs. Oh, hier ist richtig. Wo bist denn du? Jetzt kann ich nicht ernten, aber das hier, oder? Aufnehmen. Was ist das? Wo ist das? Papaya. Ja, also wir werden auch Fleisch im Endeffekt essen müssen. Also wir werden schön ausgewogen uns ernähren müssen, ja? Suppen kochen. Was? Ich dachte, Plastik. Das hier ist Vegan-TV oder so. Ich will Fleisch. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Vegan-TV-Gedöns. Das ist hier Minecraft bei Life in the Woods. Oh, bitte ja, vegan. Wolf. Nein. Jetzt bleib doch mal stehen. Wo wollen wir es denn hier? Wir können nicht ewig rumlaufen. Ich will erst mal gucken. Der Berg ist schön. Oh lol, warte mal. Ich meine, wir müssen ja auch dran denken, im Endeffekt, wenn wir moderne Zeugs haben, Maschinen und alles drum und dran, wir brauchen Straßen, wir müssen, oh, Schildkröte, Straßen und alles drum und dran. Wir bräuchten eine echt schöne, hier ist irgendwie schön, hier gefällt es mir. Guck mal, der Berg da links. Die sind doch nicht reif genug, Blub. Also hier finde ich es irgendwie gerade schön. Viel Terraforming muss noch her, aber hier ist irgendwie schön. Da drüben. Da sehe ich mein Haus. Oder? Was hältst du von hier so? Hier irgendwo? Nee, da, guck mal, da drüben auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob du das siehst, da, der Berg da. Ja. Da sehe ich mein Haus. Da siehst du dein Haus. Mit ein bisschen abtragen. Ja. Schön oben drauf. Wenn der Asteroid kommt, baue ich da noch einen Turm ran. Und das erste, was abgerissen wird, ist der Turm. Hier sind übrigens Tomaten. Die sind doch nicht reif genug. Echt nicht? Keine Ahnung. Krass. Weiß nicht, ich habe schon ein bisschen was mitgenommen immer mal wieder. Ich auch, ja, ich auch. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich nehme nicht den Tieren hier die ganze Grundlage weg und dann sterben die alle. Hier unten haben wir auch Wasser. Ich weiß nicht, wo hast du denn mal eine Position für dein Haus? Hast du irgendwo... Ja, eigentlich hätte ich fast gesagt, da hinten am Fluss tatsächlich, weil ich das sehr schön finde, aber... Wir können dann auch eine Straße zueinander bauen. Ich meine, der Planet ist ja nicht so riesig. Hier ist auch ein Fluss. Hier ist ein See. Nee, hier ist so ein Wasserfall. Oh, warte mal. Ist hier ein Wasserfall? Oh, hier ist hübsch. Warte, ich kämpfe durch so was. Ja, männlich. Kommen Sie mal her. Gucken Sie mal, was halten hier. Sie? Hier ist ja auch ein Fluss. Nee, hier ist, guck mal, hier ist See mit Fluss, Alter, der weggeht. Hier ist schön, oder? Hier ist schön, oder? Guck mal, da unten, da rechts, da auf der... Weißt du, auf diesem Plateau hier rechts, wo dann rechts das Meer ist, dann links der kleine Bach. Das wäre doch was, oder? Ja. Sieht doch schön aus. Kann man da sein Zelt draufstellen? Da würde ich das vielleicht sogar... Ich weiß nicht. Das ist natürlich ein bisschen umständlich hinzukommen, ne? Also, musst du eine Brücke bauen im Endeffekt, ne? Ich weiß es nicht. Werde es mal... Oh, ach du Heilige. Dann würde ich dort drüben vielleicht bauen, da drüben. Ich weiß nicht. Ist alles irgendwie schön hier. Mal, ob ich da überhaupt so hinkomme, vernünftig. Schmetterling, verpiss dich! Oh, warte mal, ich glaube, ich habe eine schöne Stelle gefunden. Für mein Haus. Ah ja. Oh, schenk fest. Warte, ich mal. Muss mal gerade gucken, kann ich das denn überhaupt hier hinbauen? Ich werde schon mal kurz die nächste Tutorial Suche nach Nahrung annehmen. Collect Wild Farnspitz, okay. Die Frage ist, wo ist Farnspitz? Da hinten 300 Meter. Unlucky. Gibt's hier Farm? Bin ich da? Warte mal. Drehen ist Q und R. Hä? Q und? Ach, Q und R. Guck mal, hier unten das Haus und da oben auf dem... Hier drüben das Haus, dann hier eine Brücke rüber und da hinten oben drauf auf dem Berg ein schöner Turm. Ey, ich glaube, das lasse ich mir gefallen. Also ich bin... du siehst doch, bei dir ist doch Dschungel, ne? Dort ist... Ja. Da hinter dem Dschungel bin ich quasi. Hier, ich versuche gerade das Ding so zu drehen. Ich gucke mich gerade um. Ich finde halt das alles schön hier, ne? Man muss natürlich komplett umdenken jetzt beim Bauen. Also ist nicht so einfach. Ich würde ja gerne das Meer auch sehen, ne?
Oh, du hast ein Grundstück beansprucht. Ah, okay. Geht die Beanspruchung hier los? Ich sehe das schon. Ich habe mein Zelt aufgebaut hier auf dem Hügel. Oh, das ist aber knapp. Oh, ist aber gar nicht mal gut gegangen, aber ja. Okay, warte. Ja, hier. Schön mit dem ganzen Grünzeug hier drin. So, sieht richtig schön aus. Hallo? Okay, ich hätte es natürlich auch hier hinstellen können, wäre ich gerade. Aber es ist ein schönes Plateau, muss ich sagen. Ja. Eieieiei, so. Ja, ich bin noch am Rumlaufen. Was haben wir jetzt nächstes? Ich sehe überall gedanklich mein Haus. Das Mond. Oh, was ist denn das hier? Brutal. Was haben wir denn hier für Kategorien? Carbs, Proteine, Fett und Vitamine. Tan, ich bin am Verhungern. Ja. Da komme ich nicht hoch. Proteine, ja. Fett, Vitamine, Kohlenhydrate. Hier unten. Wie sollen wir denn so... Tani, wir müssen ein Reh jagen oder so, ganz dringend. Okay. Tantam. So. Aufgabe abgeschlossen, sehr schön. Was haben wir hier? Ja, habe ich gemacht. Weltansicht. Öffne das rechte Panel und klappe den Reiter. Doch, gemacht. Du kannst den Wegpunkt... Okay. Umweltdaten. Und wähle eine Option aus. Umweltdaten, Tiere. Dickhornschafe. Das sind Rübensamen. Die tue ich mal in mein Inventar. Papaya, was soll ich hier? Kürbissamen. Okay. Ja, okay. Du kannst den Wegpunkt in der Welt sehen. Klicke auf den Pfeil am Wegpunkt. Was, auf den Pfeil am Wegpunkt? Um zu sehen oder zu entfernen. Ich würde mal gern eine Rübe essen. Kann ich die einfach mit Linksklick essen? Nee, wie kann ich die essen? E? Weiß wie nicht. Wie isst man? Dani! Ich weiß es nicht! Rechtsklick. Du hast eine Rübe gegessen. Alter! Boah! Die Rübe ist voll gut. Der ist ja gleich direkt noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Den Pfeil ich bin voll satt. Boah, hammergeile Rüben. Auf den Pfeil am Wegpunkt soll ich klicken. Was für ein Pfeil am Wegpunkt? Öffne die Karte. Was? Karte öffnen? So, Moment. Was will man? Fahre mit der Maus über ein Symbol auf der Karte, um dir Details anzeigen zu lassen. Das hier zum Beispiel Tani. Ja, okay, habe ich gemacht. Öffne das rechte Panel und klappe den Reiter Umweltdaten auf. Habe ich auch schon gemacht. Das aber im letzten Panel. Komme ich nicht rein. Umweltdaten. Klimafahren collecten, ey. Ja. Ja, hier, Welt. Okay, interessant, ja. Drin wäre ich auch schön, ne? Aber ich kann mich nicht entscheiden. Die Insel ist cool. Ach, Menno. Das geht bei mir nicht. Also ich habe jetzt Umweltdaten auf. Du musst auf irgendwas draufklicken. Ach so, okay. Du kannst den Wegpunkt in der Welt sehen. Klick auf den Fahrwegpunkt, um Optionen zu sehen und ihn zu entfernen. Was? Wegpunkt? Was für ein Wegpunkt? Ganz unten gibt es Optionen. Unter Umweltdaten Wegpunkte. Aber geht nicht bei mir. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wegpunkt platzieren. Ah, jetzt. Entfernen. Ah, alles klar. Habe ich. Gut. Gut. Entfernen. Okay. So, was haben wir jetzt hier? Sleeping. You can sleep in a bed. Okay. Eigentum anzeigen. Wenn du Objekte platzierst, werden sie öffentlich zugänglich sein. Es sei denn, sie befinden sich auf Land, das dir gehört. Möglicherweise besitzt du bereits das Land rund um dein Lager. Wenn du Häuser und Objekte außerhalb, dann kannst jeder damit interagieren. Okay. Ich werde erstmal den Farn collecten. Wollen wir uns erstmal kurz hinlegen für so 5 Sekunden oder so? Können wir. Ja. Oh, vergangene Echtzeit. Vergangene Echtzeit. Wie kann ich denn wieder aufwachen? Tabulator drücken und dann aufwachen klicken. Alter. Aufwachen. Zeit ist so wirklich vergangen. Wenn wir alle, also wenn du und ich gleichzeitig dann hier liegen, dann können wir wirklich die Zeit vergehen lassen. Oh, es sieht viel schöner aus am Tag. Ja. Ja, ich glaube, hier gefällt es mir. Da vorne mache ich das Haus hin.
Da oben einen schönen Weg hoch. Okay, ich will mal ganz kurz fahren. Drüben ist doch fahren, oder? Ist das nicht fahren da drüben? Ich sehe dein Zelt von hier aus. Lol. Echt? Ja. Ich komme gleich wieder. Ich hol mal den Farn. Hast du einen Farnspitz schon gesammelt? Ja, ich glaube schon tatsächlich. Hast du einen Lack? Ich nicht. Wo ist denn der Farnspitz? Autorisierte Verbraucher? Jeder. So, okay. Okay, ich hüpfe mal hier hoch und guck mal, ob ich irgendwo. Was? Ach so! Alter, ich hänge fest. Okay, warte mal, wer ist berechtigt? Wir sind halt noch komplett neu im Spiel. Also wir wissen noch nichts eigentlich so wirklich. Und ja, ich glaube, das merkt man auch ein bisschen. Nase. Was? Nase? Ach, Hase. Hase, nicht Hase, Hase. So, was habe ich denn hier? Heile, oh Gott, warte mal, Moment. Samen. Ich muss mir gerade ein bisschen Hirsch sortieren. Geh rüber, Hirsch. Steinaxt. Nehmen wir nochmal die Steinaxt mit. Die Pickaxe nehme ich auch mit. Auch. Haben wir noch? Tomaten. Die können wir zu den anderen Tomaten hier. So. Was ist das hier? Ein Fackelhalter ohne Fackel. Ein Hammer. Ich glaube, hier oben wird es mir aber auch Grundstückspfosten. Ne? Ich komme nicht hoch. Ich will mir nur am Rumsuchen. Hilfe! Dieses Spiel ist nicht so schön wie Minecraft. Das endet für mich nicht. Ja, das endet für mich nicht gut. Ich bin gerade auf den Berg hochgeklettert. So. Wo siehst du denn mein Haus? Wo bist du denn? Warte, ich sammle kurz Fahnenspitz. Au. Ich habe mir wehgetan. Au. Hä? Ich finde mein Haus safe wieder. Okay, ich soll einmal Erde sammeln. Okay, krieg ich hin. Gar kein Problem. Ich finde mein Haus safe nicht wieder. Na, warte mal, wir machen mal her. Zack. Und zack. Ah, guck mal hier, gar kein Problem. Das Tutorial krieg ich hin. Easy. Hier sind wir, glaube ich, lang gelaufen, ne? Hier sind wir, glaube ich, lang gelaufen. Die waren nur für uns. Lager einen Baum, bis er umfällt. Ne, die Baumbomben finde ich eigentlich ganz schön. Hier sind das, ne? Ah, da muss ich so mega weit laufen. Wenn der hier umfällt, fällt er zufällig? Warte mal. Was haben wir jetzt? Nährwertanzeige freigeschalten. Verfolge deine Kalorien und Nährstoffe hier. Je besser und ausgeglichener deine Ernährung ist, desto schneller bekommst du Fertigkeitspunkte. Jedes Stück steht für einen Nährstoff. Vitamine, Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Alter. Das Tortendiagramm schrumpft, wenn deine Kalorien sinkt. Hast du gerade Timber gebrüllt? Was? Nein, Quatsch. Und eins. Na komm, mach doch. Okay, hier kriegt man ein paar Kalorien dazu, ein paar Tomaten. Nein, stopp. Tomaten bringen viel. Jetzt hab ich's noch weiter verkleinert, das wollte ich nicht. Natürlich sieht man auch, wir haben einen sehr krassen Vitaminhaushalt, aber wir haben viel zu viel Vitamine und nicht genug Fette und Kohlenhydrate und alles. Das ist natürlich krass. Ist fetthaltige Nahrung? Hast du irgendwas mit Fett zufällig? Rüben sind tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Wie platziere ich denn das im Lager? Rüben geben viel Fett, das ist gut. LOL! Okay, mit rechts. So, ich will wieder zurück zu unserem Lager. Okay, die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig gerade. Hüpf, hüpf. Au. Da ist er abwärts. Bin am Strand. Ja, es ist bei mir auch ein bisschen hakelig und so. Aber ich komme schon klar. Ich finde es lustig, dass man, wenn man durch so Gebüsch läuft, dass man langsamer wird. Ja, das finde ich tatsächlich auch lustig, muss ich sagen. Das finde ich gut. Ja, es ist was Gutes. Da kann ich hoch. Ah. Oh, mein Lager ist voll. Okay, das war vielleicht ein bisschen viel Holz. Du bist schon wieder am Naturschänden, ich sehe das. Es ist nur der erste Baum. Entschuldigung. Der erste von vielen. Ich will auch Bäume fällen. Ach so, im Lager ist er auf dem Zeug, ne? Was Quatsch, Tani.
Das werde ich gleich mal holen. Ach du Scheiße, Arbeitsaufträge. Oh Gottes Willen. Komm ich hier hoch? Tati, ich brauche Hilfe, ich schaff das nicht alleine. Ich bin ja, ich bin unterwegs. Warte. Ich komme nicht hoch. Okay. Hier. Nee. Verdammt, ich komme nirgendwo mehr hoch. Nee? Ich habe ein Problem. Um Gottes Willen. Ich habe ein Problem. Ich komme nicht hoch. Doch hier. Ich werde erstmal diesen Stamm hier zacken. Das sieht ja so nicht aus. Das geht ja so nicht. So. Also, ich werde für die nächste Folge mir eine Playlist anmachen, weil die Musik in-game spielt mir nicht oft genug. Die ist irgendwie ein bisschen. Welchen ausschalten einfach? Da, Berg! Wenn ich jetzt sterbe, nicht durch Fallschaden, dann lache ich. Au. Und doch. Wir sind doch. Das wird passieren, ich sehe das schon. Ich werde sterben durch Fallschaden. Das wird das Bunte. Ach Quatsch. Hier gibt es aber einen Fallschaden. Da ist mein Zelt. Ich habe mein Zelt gefunden. Ugh. So, jetzt hol ich mal das Zeug hier raus. Wie kann ich jetzt, Bist du denn überhaupt? Ich bin... Du mich denn? Ich sehe dich, ja. Hä? Okay, da hast du wahrscheinlich eine weitere Render-Distanz. Wie kann ich denn jetzt in mein... Man kann auch Third Person anmachen, fällt mir gerade auf. Wie kann ich denn in mein Lager reingucken? Eine Axt, eine Schaufel, ein Hammer. Finde das Rezept für die Werkbank. Wähle die Anzahl aus und klicke auf Anfordern. Ach, wir haben noch keine Werkbank. Hier, Werkbank. Ich hätte gerne eine Werkbank. Eine kleine Werkbank hast du. Also ja, aber hier steht, ich soll eine Werkbank bauen. Ja, das ist eine große. Du hast nur so eine kleine Baby-Werkbank quasi. Dann bestelle ich mal eine Werkbank. Wo bestellst du die denn? Bei eBay? So. Nee, bei Amazon. Ah, okay. Weil da werden die Menschen so mega gut behandelt. Ah, was? Ja. Was? So, ich fäll jetzt auch mal einen Baum. Oh ja. Gott, ich hör's bestimmt gleich. Nein. Glaub ich nicht. Nee, ich bin Au. Was. Das ist voll laut. Das ist voll laut. Warte. Das ist ultra laut. Nummer 60. 60. So. Okay, wo ist die jetzt? Ah, hier ist die, okay. Achtung! Hast du es gehört? Nee, hab ich nicht. Oh, schade. Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Guck mal, die Tomaten hier gerade wieder ins Lager, damit ich die Werkbank mitnehmen kann. So. Wobei, ich könnte natürlich auch... Holz verarbeiten hier. Ja. So. Samen könnte ich hier rein tun. Barrenspitzen, das meinst du, mein Lager? Die habe ich. Wo ist mein Holz? Ach, hier. Bist du bei dem Wasserfall irgendwo da oder wo bist du? Warte mal. Stell dich mal. Stehst du gerade vor deiner Hütte? Ja. Guck mal. Ich kann halt nicht richtig nach. Ja, hier, nee, hinten rum, andersrum, links. Bei dem Wasserfall, oder wo? Ja, in der Nähe, nicht beim... Ach da, lol, ich sehe dich. Hallo, hier. Ich sehe dich rumhüpfen. Ja, da bin ich. Ich will noch mehr hier reinpacken. Okay. Ich bin echt ein bisschen leid, dass das Spiel bei mir so mega hässlich aussieht, aber es geht ja nicht anders. Aber es ist ein schönes Spiel, ganz ehrlich. Es hat ein sehr cooles Prinzip, muss ich sagen. Ja, also mir gefällt das, dass wir auf die Umwelt achten müssen. Das gefällt mir persönlich sehr. Ich fände es so cool zu wissen, was passiert, wenn man wirklich überhaupt nicht auf die Umwelt jetzt achtet. Wenn man dann später, wenn man Industrie hat, wirklich die Umwelt verpestet ohne Ende. Das würde mich auch interessieren, wie das dann, was dann passiert und wie das aussieht und alles. Ich meine, gut, jetzt könnte man argumentieren, ja, guck doch in die reale Welt, da weißt du, wie es aussieht. Muss nicht nochmal sein, aber ja, gut. Ja, das ist ja ein Spiel. Ja. Dafür ist es ja da. Da kann man das ja mal testen. Hat hier nämlich noch einen Baum? Warte mal. Hat hier nicht auch einen Baum? Den habe ich doch nicht gefällt. Ich habe doch den hier gefällt. Ich fäll mir noch einen Baum. Lol, hier wächst ein kleiner Babybaum. Ja. Die wachsen halt auch neu. Du kannst hier auch einpflanzen, Bäume, wenn du Setzlinge hast. Ich weiß auch nicht, wie du Setzlinge bekommst. Ja, und wir müssen natürlich auch, ihr seht schon, links unten, die Nahrung geht jetzt runter.
das ist minimal witzig. Und Stucks. Ach so, die habe ich wieder reingetan, glaube ich. Ist es auch so, dass wenn ein gewisser, ich sag mal, eine gewisse Menge erreicht ist, dass ich nicht mehr genug Nahrung habe, also nicht mehr genug Kraft dann quasi habe, dann, oh, zack, dann wird quasi, wo ist denn der, ach da unten, dann kann der Charakter quasi ab einem gewissen Punkt nichts mehr machen. Also ab einem gewissen Punkt wird er, jetzt zum Beispiel, jetzt ist er hungrig, jetzt macht sie nichts mehr, dann müssen wir jetzt nämlich was essen. So. Hallo? Die Grundstücks, Grundstückspfosten. Ach du Scheiße! Was ist denn jetzt passiert? Ich beanspruche das Land hier. Oh, what the fuck? Rechts, ja gut, also wir werden uns ja eh nichts mitnehmen. Wegnehmen. Nein. Ich beanspruche das hier. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Setzen. Beanspruch. Klopp, klopp. So, ich mache hier mal noch ein Lager hin. Ich will mehr Holz haben, so. Ich habe jetzt hier einen weiteren Teil von der Insel beansprucht. Das geht so in kleinen Quadraten scheinbar. Okay. Platziere die Werkbank. Ja. Aber wir kriegen schön viel Holz aus so einem Baum raus. Das finde ich gut. Platzieren. Hier ist noch ein Holz. Das sieht man manchmal nicht. Das Hä? Echte... Die Werkbank ist weg. Ich habe sie platziert, sie ist nicht erschienen. Sie ist weg. Ja. Okay. Holz haben wir jetzt, ne? Jetzt ist sie da, Alter, what the fucking mega lag. Ja, kann sein, ich hoste denn die Welt privat, das ist eigentlich sehr schön, dass wir nicht dafür noch einen Server brauchen. Okay. Aber ja, gut, ne? Bauholz? Machst du das gerade? Irgendwas ist gerade durch mich durchgerannt. Nein, ich bin nicht bei dir. Was ist denn Bauholz? Das hier? Normales Holz ist das. Ach du Scheiße. Ja, das Spiel ist recht groß. Wir sind jetzt schon mal 32 Minuten, wollte ich nur kurz anmerken. Ja, dann lass uns das kurz erstmal beenden. Und was ist das nächste Tutorial eigentlich? Eigentum anzeigen. Navigiere zur Registerkarte Autorisierung. Wo ist das bitte? Ach so, ich muss hier. Nein, nicht schlafen. Stopp. Ein von zwei Bürger schlafen aktuell, alles klar. Nein, das will ich nicht. Moment. Also wir können eine richtige Regierung gründen und alles. Das geht alles. Autorisierung, ja. Berechtigung. Öffnen Sie die Autorisierung UI, durchklicken auf den Namen des Grundstücks. Tanni Stadt. Finde ich gut. Hier ist der Beginn meiner Stadt. Gefällt mir. Moment. So. Kredite? Man kann hier so Kredite aufnehmen. So. Ja. Dann nehme ich denn jetzt das fertige Bauholz raus, sag mal. Navigiere zu riesiger Lager. Lagerplatz, aber hier ist nichts drin. Hä? Sammle die fertigen Holzstücke vom Lager ein. Aber okay. Ach so, das hier oder was? Ah, lol. Ich habe dem Tutorial wieder ein bisschen vorgegriffen. Ist jetzt nichts Neues. Schlage gegen den Baum, bis er umfällt, zerteile den. Das habe ich schon, ich habe schon zwei Bäume gefällt. Oh Gott. Ziege. Hallo. Noch ein Baum, komm, wir gönnen uns Holz. Und können sie sonst nichts im Leben. Warum nicht mal Holz? So, Tani, Folge beenden jetzt hier. Ja, Sekunde, ich muss das Baum fällen. Ach Gott, ey. Platziere 10 Baumstämme im Lager. Ist doch schon! Oh Gott. So, zerteilen wir schön. Fachgerecht. Wenn ihr jetzt sagt, kannst du es doch ins Lager, in deine Tasche legen quasi. Das geht nicht. Also, man kann bei großen Sachen halt nur so viel tragen. Hab ich grad versucht, das ging nicht. Ja. Man kann nur so und so viel tragen. Das ist halt eigentlich... Oh nein, das wollte ich nicht. Eigentlich echt schön gemacht. Wir können gleich... Moment. Don't panic jetzt, ja? Don't panic jetzt. Ich muss hier kurz das Holz hinlegen. Hä? Wieso? Du hältst einen Baumstamm. Ich will das jetzt ablegen. So. Ich wollte restliches richtig Holz, aber... Not able to move any item. Du musst da rein. Nein! Nee, nicht... Oh Gott.
Lege Baumstamm ab. Was tust du? Okay, ich kann die irgendwie nicht ins Lager tun. Hallo Reh. Ja, hier an Bäume gefällt. Geh lieber weg, Reh. Ist sonst nicht so gut für dich. So. Oh, eieieiei. Was? Nein. Geh weg da. So, okay. Was gibt denn bitte... Was ist das jetzt? Fett und Proteine. Nee. Ja, Fleisch. Also... Fleisch. Herstellung wird... Okay. Arbeitsaufträge können während des Fortschritts in eine Warteschlange gestellt und neu angeordnet werden. Herstellung wird durch... Okay. Außerdem verwenden in der finnische Tische. Okay, das geht dann automatisch. Du können mehr Produkte bestellen, als du Zutaten hast. Wow. Arbeitsaufträge werden je nach verfügbaren Ressourcen. Okay. Ja. Finde das Rezept für die Werkbank, Hanni? Wähle die Anzahl. Ja. Tani, 36 Minuten. Ja, Sekunde. Nur Werkbank. Tani, es reicht der Tani. Ja. Moment. Ich gehe jetzt in mein Zelt und mach gar nichts mehr. Ich tue bloß die Werkbank craften. Okay. Okay, lass uns die Folge. Ich lasse dich bitte liegen. Tani. Entschuldigung. Ja, lass uns die Folge beenden. Also. Fang an. Du darfst. Ja. Bis zur nächsten Folge, Ego. Tschüss.